privat sollen die Stars eher frostig sein. Willy Milovic ist ein ganz reizender alter Herr, sollte man meinen. Aber wenn die Scheinwerfer verglüht und die Mikrofone in den Mikrofonetuis verschwunden sind, dann soll er eher gereizt als reizend sein. Jeder wird angerüffelt. Abends trifft er sich mit Industriellen und plant windige Transaktionen in undemokratischen Staaten. Ich kann das leider überhaupt nicht beweisen. Ich habe das irgendwo mal gelesen. Wo, weiß ich nicht mehr. Heidi Kabel ist auch so ein Fall. Jeder mag sie. Wenn man mal obdachlos wird, ist zu empfehlen, sich im Clubhaus der Heidi Kabel-Feinde einzumieten. Dort ist immer wahnsinnig viel Platz, denn wer ist schon Heidi Kabel-Feind? Aber ist sie wirklich so ein grundgütiger Klops von Oma? Ihre berühmteste Rolle kennt jeder. Margarinebrotesserin in einem Werbespot für SB-Margarine. 10 Jahre mag das her sein. Sie saß auf einer Terrasse am Elbufer in Blankenese und schmierte sich SB aufs Brot. Man muss wissen, dass SB eine ziemlich billige Margarine gewesen war und daher mit dem Image einer Billigmargarine zu kämpfen hatte. Die Margarine-Chefs ersannen eine Doppelstrategie. Sie erhöhten den Preis und ließen Heidi Kabel beim Brotschmieren sagen, man will sich doch nicht irgendwas Billiges aufs Brot schmieren. Heute wäre dieser Spot wohl nicht mehr möglich. Ein so wenig Adel ausstrahlendes Wort wie schmieren würden die Werbeleute nicht mehr zulassen. Man stelle sich bloß den Spot für eine Hautcreme vor, in dem gesagt wird, die Damen sollen sich die Creme ins Gesicht schmieren. Darüber hinaus würde man heute jemandem, der im Garten eines pompösen Anwesens sitzt, gar nicht mehr abnehmen, dass er zum Frühstück großflächige Graubrotscheiben einnimmt, mit nichts drauf außer fingerdick Margarine. Heidi Kabel hat man das damals abgenommen. Die dicke Villa hat sie sich hart erarbeitet, nie hat sie eine Probe versäumt. Auch wenn sie die ganze Nacht Radio gehört hat, ist sie morgens pünktlich zur Arbeit erschienen. So einem diszipliniertem Schlachtross nahm man auch ab, dass es Margarinebrote frühstückte und nicht Croissants mit Parmaschinken wie normale Leute. In Wirklichkeit ist sie aber ganz anders. Grell zurechtgemacht ist sie jede Nacht auf Piste. Gegen 5 Uhr morgens sieht man sie regelmäßig in Szenelokalen wie dem Golden Poodles Club stehen, wo sie sich von hageren Spexlesern zu Schnäpsen einladen lässt. Bevorzugt zu Korn mit einem Klacks Eierlikör. Dann schreit sie immer, das sieht ja aus, als ob einer ein warmes Wasser gewichst hat. Aber wehe, es kommt mal ein armer Schlucker, so wie neulich der Wohnungslose mit Maden im Bein. Guck mal, Heidi, Maden im Bein, sagte er. Und sie soll gesagt haben, erstens, für sie bin ich immer noch Frau Kabel, zweitens, Igitt. Dies ist der wahre Heidi-Kabel-Stil. Sie soll privat wahnsinnig spröde und zynisch sein. Eisige Sarkasmen dringen so unentwegt aus ihrem Mund wie Rauch aus einem Industrieschlot. Wenn man sie beim Radio hören stört, schmeißt sie einen die Treppe runter. Sie hat da so eine gewisse Technik, dass es wie ein Unfall aussieht. Fast jede Woche wird eine Leiche von Heidi-Kabels Grundstück abtransportiert. In Polizeikreisen tuschelt man zwar dies und das bei einer Tasse Tee, aber man kann dem gerissenen Luder nichts nachweisen. Ich kann ihr ja auch nichts nachweisen. Es sind alles nur baumelnde Vermutungen und nie dagewesene Behauptungen. Ich würde ganz schön dumm dastehen, wenn jetzt der Anwalt von Heidi Kabel käme und sagte, beweisen Sie das mal mit den Leichen und vor allem das mit dem Eierlikör. Beweisen, beweisen, was heißt hier beweisen? Ich habe die Sachen halt irgendwo gehört. Von wem? Ach, wissen Sie, man lässt sich doch nicht von jedem, der zufällig beim Fleischer neben einem sitzt, Namen und Adresse geben. Frau Kabel wird ja wohl wissen, was die Leute beim Fleischer so alles erzählen, beziehungsweise sie wird es nicht wissen, weil sie ja blanke Margarinebrote ohne was drauf isst. Ja, weiter wusste ich doch nicht.